Moin Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mafia Definitive Edition. Und es geht weiter mit der Mission oder mit dem Kapitel Happy Birthday. Und wir haben den Auftrag von unserem Boss bekommen, dass wir Ghilotti ausschalten sollen. Und wir begeben uns auch schon zu den Docks, wo wir auf ein Boot oder auf ein Schiff steigen müssen und ihn dann an Bord anscheinend umbringen sollen. Wie das aber jetzt aussehen wird, oder beziehungsweise ob es denn so glatt laufen wird wie geplant, werden wir jetzt natürlich sehen. Angeblich soll ja auch diesmal Sam und Pauly wieder dabei sein. Also quasi Trio auf See. Und ja, schauen wir mal gleich, wie das denn hier ablaufen wird. Da sind wir auch schon. Ah, okay, wir sollen wahrscheinlich erstmal mit Sam das Ganze absprechen. Achtung, eine Durchsage. Wir lassen Sie alle an Bord, aber wir müssen Ihre Karte ein. Achso, das ist halt dann das große Schiff. Lost Haven Queen. Die feinste Familie der Stadt. Partyzeitplan. Roberto Ghilotti lädt Sie ein zu einem prächtigen Geburtstagsfest an Bord der Lost Haven Queen. Beginn 15 Uhr, Abfahrt 16 Uhr, Getränke und Essen 16 bis 19 Uhr, Rede und Feuerwerk 19 Uhr, Unterhaltung bis in die Nachtstunden. Kapitän William R. Porter und die Crew der Lost Haven Queen bringen uns auf den West River, dann an Central Island vorbei, an die luftigen Höhen von Beach Hill. Sie können die malerische Aussicht auf die St. Pauli Coast genießen, während wir auf die Feuerwerksboote zusteuern und die den Abend spektakulär ausklinken lassen. Zu wissen. Schön, dass wir eingeladen wurden. Wen hätten wir hier? Du siehst nicht wie einer der Gäste aus. Sam. Ich hab Freunde, aber nicht diese Sorte. Dann sage ich dir, was ich hab. Hinten findest du einen Matrosen von dem Kahn. Hat was in den Kopf gekriegt. Aber der weiße Anzug ist okay. Danke. Ich sehe nach ihm. Scheint so, als müssten wir unsere Kleidung wechseln. Was haben wir hier? Ghilottis Sicherheitsanforderungen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe in Bezug auf meine kommende Veranstaltung auf der Lost Haven Queen. Ich wurde heute von einem Bekannten vor einer möglichen Gefahr für meine Sicherheit gewarnt. Deshalb werde ich bei der Feier meine eigenen Sicherheitskräfte beschäftigen. Okay. Ich erwarte außerdem das Folgende. Nur Besitzer von Einladungen werden an Bord gelassen. Ihre Crew darf sich nicht im Bereich der Bar aufhalten. Nur meine engsten Freunde werden dort Zutritt haben. Die gesamte Crew der Lost Haven Queen muss nach verdächtigem Verhalten Ausschau halten. Roberto Ghilotti. Mhm. Gut, dann müssen wir ja wahrscheinlich uns gleich auch noch so eine Einladung holen. Oder wir haben auch schon eine. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Hier haben wir ein Sammelstück. Okay. Und der Matrose ist hier, oder? Der Matrose. Hier sind wir in der Umkleide. Ach, ne. Passt mir überhaupt nicht. So ein Outfit zu Tommy. Aber gehört halt zum Plan, ne? Damit wir halt nicht auffallen. Endlich ein richtiger Job für dich. Aber natürlich, klar. Bleib einfach cool. Nach einer Weile auf See holst du die Kanone. Der Bootsmann hat sie in der Toilette versteckt. Ja, das klar. Wissen wir mittlerweile schon von Vinny. Warte auf Ghilottis Rede und knall ihn ab, wenn er fertig ist. Und wie komme ich weg? Pauly hat ein Schnellboot besorgt. Nach der Rede steigt ein Feuerwerk. Wir kommen, wenn es losgeht. Aber seid bloß pünktlich. Keine Sorge. Keine Sorge. Das wird schon alles glatt gehen.
Offenbar mal, ne? Wenn du dich nicht einsaust, behalt sie. Steht dir? Ne, die behalten wir mit Sicherheit nicht. Kommen wir denn jetzt einfach so drauf? Bist du der Neue? Hat ganz schön gedauert. Ach, okay, wir brauchen keine Einladung, weil wir als Bediensteter quasi durchgehen. Glaubst du, er kriegt das hin? Er wird Gelotti garantiert ausschalten. Aber vom Boot abzuhauen, dafür braucht er einen Schutzengel. Er braucht keinen verfluchten Engel. Wir passen auf ihn auf. Los. Tommy am Putzen. Hey, hast du es bald? Aber natürlich, ja, wir sind fertig. Wollte die Toiletten putzen. Gab ein paar Beschwerden von Gästen. Du willst die Toiletten putzen? Meinetwegen. Nimm dir einen Lappen und geht euch alle Decks. Okay. Scheinbar müssen wir das jetzt machen. In die Wache. Frage die Crew nach dem Bootsmann. Haben wir hier? Ach so, das ist dieser Zeitplan, den haben wir ja schon vorhin gesehen. Kenne ich dich nicht irgendwoher? Nein, glaube ich nicht. Ich kenne dich doch. Warst du bei der Gewerkschaft? Tut mir leid, bin von außerhalb. Hier runter? Also da oben suchen? Dass ich eine Einladung habe. Fangen wir mal den hier. Hey, nur für Gäste. Geh die Decks schrubben. Kein Zutritt. Okay, entspann dich, Alter. Fangen wir den mal. Hast du den Bootsmann gesehen? Nee, aber ich möchte wetten, er ist besoffen im Maschinenraum. Ja, dann gehen wir mal nach unten. Ah, okay, auf der anderen Seite ist das anscheinend. Hier ist anscheinend noch ein Sammelstück. Kommen wir denn hier einfach rein? Dann nehmen wir uns das nämlich mit. Dann gehen wir wieder raus. So, dann suchen wir jetzt den Bootsmann auf. Scheinbar kommen wir hier runter. Naja, du kommst spät. Nee. Tommy, ja? Die Kanone ist in der Toilette im Heck. Mitteldeck. Wo ist das? Ein Deck höher. Über uns. Schlüssel liegt auf dem Tisch. Gut. Dann nehmen wir uns eben den Schlüssel und dann holen wir uns die Kanone. Sag noch einmal meinen Namen und du gehst eine Runde baden. Aber endgültig. Klar? Ja. Hab ich verstanden. Damit hätte Tommy auch das klargestellt. Gut, kommen wir hier nach oben? Weil wir müssen ja eh auf die andere Seite. Ja, gehen hier hoch. Und kommen wir auch hier. Ich kenne dich. Du gehörst zu Salieri. Und was willst du jetzt machen? Wie wär's mit einer Prügel für den Anfang? Den müssten wir jetzt ausschalten. Das wird wehtun. Ausweichen. Du hättest uns nicht angreifen sollen. Oder einfach die Klappe halten sollen. Müssen wir den jetzt mitnehmen? Weiß nicht, damit uns oder damit wir nicht enttarnt werden. Nimm ich den mal mit. Komm schon. Wo zur Hölle bist du?
Damit hätten wir auch die Kanone. Und jetzt müssen wir abwarten, bis Gilotti seine Rede hält. Sonst eine erhöhte Position suchen. Das machen wir auch sofort. Kollege sagt nichts. Fahren einfach durch. Dabei hat man hier eigentlich so eine schöne Aussicht und hier ist einfach absolut niemand. Umso besser für uns. Hey, John! Amüsieren Sie sich! Solange die Bar offen ist, Stadtrat. Guter Mann, trinken Sie einen auf mich. Danke fürs Kommen. Hey, danke für Ihr Kommen und willkommen auf meiner kleinen Party. Also, wie ihr wisst, war es eine harte Zeit. Vor 3 Jahren ist mein Sohn Billy gestorben. Und das zu Recht. Im Bandenkrieg. Unschuldig. Ja, aber na, klar unschuldig. Als Opfer einer Krankheit namens organisiertes Verbrechen. Seit dem Tag lebe ich nur, um diese Krankheit auszumerzen. Aber heute feiern wir meinen 50. Geburtstag und die bessere Zukunft von Lost Heaven. Aber nicht für dich. Wir werden diese Kriminellen aus der Stadt jagen und wie Ratten ertränken. Sicherlich danke. Nicht. Danke euch allen. Und jetzt das Feuerwerk, ha? Wahrscheinlich da hinten starten. Ach, das ist das Feuerwerk? Ja, jetzt sollen wir den halt erledigen. Machen wir jetzt auch. Wo ist denn das Schnellboot? Ach so, okay. Oh, es kommen Gegner. Zur Entdeckung gehen. Aber dafür, dass wir nur einen Revolver haben, haben wir recht viel Muni, ne? Man sieht ja auch nicht schlecht die Gegner. Den hätten wir auch. Der Revolver ist recht präzise. Gar nicht mal so schlecht. Wir holen uns hier eben noch die Medizin. Ah, da kommen schon die nächsten Männer. Was mit ihm? Ah, okay, der läuft weg, gut. Ja, der hockt sich einfach in die Ecke. Dann müssen wir scheinbar hier lang. Oh, da kommt schon einer. Oh, da sind gleich mehrere Gegner. So, soll er sich nochmal zeigen? Ein bisschen nach vorne. Ah, da ist der nächste. Den hätten wir. Und da links ist scheinbar noch einer. Gut. Wir nehmen am besten die Waffe noch mit. Es kommen wahrscheinlich noch mehr Gegner. Ah, jetzt ist alles okay. Zivilisten. Oh! Wir treffen absolut gar nichts. Das glaube ich, den Schaden, der einfach gemacht hat. Also, der Schrot hinter geschossen. Ja, komm, zeig dich doch mal. Jetzt haben wir dich. Gut. Oh, noch mehr Gegner. Bin hier am besten direkt in Deckung. Zivilist. Und, ach, okay, jetzt haben wir es erreicht, oder? Ne, wir müssen noch weiter.
Ach, das Schnellboot ist da an der Seite. Okay. Ja, wir kommen leider jetzt gerade nicht vorbei, weil die alle hier auf uns schießen. Müssen die erst ausschalten. Der? Und ob der mit der MP. Der Stück war wieder so viel, ne? Jetzt, okay, jetzt fliegen wir. Ein nasses Grab. Ja, das Kapitel wäre hiermit auch wieder abgeschlossen. Und damit wäre es das auch wieder für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dann. Ciao.